Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess HD. Beim letzten Mal haben wir die Bergruine hier angefangen und wollen heute mal auf die Suche nach dem nächsten, der nächsten Zutat für die Suppe gehen, ne? Weil das ja anscheinend der Dungeon ist. Wir machen eine Suppe. Warum sollte es auch irgendwas anderes sein? Oh, dich erledigt und dich erledigt. Sehr schön. Uns wurde gesagt, wir sollen quasi direkt geradeaus gehen. Das sieht mir allerdings so aus, als würden wir diese Tür aktuell nicht benutzen können. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Also werden wir erstmal eine Möglichkeit finden müssen, das Vieh zu erledigen. Schauen wir mal. Da ist Gitter, da ist Gitter. Die Tür ist verschlossen und wir haben keinen Schlüssel. Also werden wir wohl hier durchklettern müssen. Ja, und dann wieder ein Mensch werden. Und dann geht's hier vorne in den nächsten Raum. So. Aha, eine Kanone. Ganz viel Eis. Ganz viele nervige Feinde auf dem Eis. Oh, hier ist die Frage, macht der Greifhaken auch tatsächlich Schaden? Die Antwort ist anscheinend nein. Oder zumindest nicht so viel Schaden, wie das Schwert macht. Ich meine, das ist halt auch nur ein Greifhaken, ne? Davon kann man noch nicht so viel erwarten. Blech. Wie man merkt, Schwungattacke nicht die beste Idee. Allgemein. Die Viecher gehören wohl zu den nervigsten Feinden im gesamten Spiel. Recht simpel. Die relativ weit oben auf die Liste zu packen, da muss ich nicht lange nachdenken. Hier wirklich einfach nur relativ nervig. Ja. Mit Bombenfeilen kann man sie relativ einfach erledigen, aber Probleme mit Bombenfeilen halt, die üblichen Probleme, dass man sie nicht so einfach nachstocken kann wie andere Dinge. Weil es ja jetzt keine frei verfügbaren Bomben gibt, ist ja, man kauft sie oder findet sie zufällig in irgendwelchen Schatzzonen. Oh, der eine schlittert da jetzt noch irgendwo rum. Sollte aber nicht so schlimm sein. So, dann haben wir jetzt eine Kanonenkugel und packen dann die Kanonenkugel mal in die Kanone. Das klingt nach einem Plan, ne? Schauen wir mal. Haben wir hier eine Anleitung? Bedienungsanleitung Kanone, danke. Führe als Kugel, setze, Bomben, entzünde. Hm, okay. Setzen, Bombe, entzünde. Macht Sinn. Aber Wasserbomben brauchen wir sowieso für nichts. Also laden wir mal die Kanone. Kaboom! Na, damit jetzt erfolgreich das Eis da vorne weggeschossen. Und kriegen dafür eine kleine Schatztruhe. Und in der kleinen Schatztruhe haben wir normale Bomben! Hurra! Wir haben erfolgreich eine einzelne Wasserbombe gegen 5 normale Bomben getauscht. Ja. Dann können wir die Kugel wieder schleppen. Die wieder hier reinsetzen. Und dann können wir mal die Kanone drehen. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, die frei zu drehen, sondern immer nur in 90 Grad Winkeln tatsächlich irgendwo festzusetzen. Und damit können wir erfolgreich die Tür da vorne freischießen. Haben allerdings noch da Eis, das wir theoretisch aufmachen können. Allerdings haben wir gerade nicht die Möglichkeit dazu, weil wir halt die Kanone nicht in alle Richtungen drehen können. Wobei wir das Ding, glaube ich, sowieso nicht treffen könnten, physikalisch. Okay, dann haben wir hier einen wunderschönen Raum. Mit wunderschön meine ich natürlich nicht wunderschön. Ja, das war mir jetzt klar. Nur das Ding ist ein bisschen spät an mich rangeflogen gekommen. Da hatte ich meinen Greifhaken schon rausgeholt. Oh, die Viecher können wir jetzt nämlich einfach hier mal von den Balken runterstoßen. Müssen uns nicht wirklich um die kümmern. Die natürlich jetzt sonst eine ernsthafte Bedrohung dargestellt hätten. Oh, da haben wir noch mehr von den Fledermäusen. Da wollen wir nicht hin, sonst werden wir auch in unseren Tod rutschen. Und in unseren Tod rutschen klingt jetzt nicht so spannend. Oder spaßig. Und dann klöppen wir mal hier auf und finden hier drin einen Stempel Hylianisch B. Oh mein Gott! In einer kleinen Schatztruhe. Anscheinend war die Schatztruhe nicht mal wichtig genug, um sie groß zu machen. Obwohl ein Stempel drin war. Ich schätze einfach nur, sie waren im Original eine kleine Schatztruhe mit 20 Rubinen drin. Und hier haben wir den Kompass. Und man wollte, oder sagen wir mal nicht, man wollte, man konnte wahrscheinlich schlicht und ergreifend das Modell von den Schatztruhen nicht mal eben ändern.
Ist jetzt so meine Vermutung. Okay. Jetzt ist die Frage, okay, da können wir nicht runter. Was hat es uns gebracht, in diesen Raum reinzugehen, außer dass wir jetzt einen Kompass haben? Können wir irgendwo weiter nach oben? Ja, ansonsten waren wir irgendwie jetzt so ein bisschen... Weil es ist irgendwie so ein bisschen nicht hilfreich. Da ist Eis im Weg für irgendwas. Okay. Da gehen wir erstmal wieder. Haben wir noch eine Kanonenkugel hängen? Oh, wir können die Kanonenkugel auf die Viecher schmeißen, um sie instant zu töten. Immerhin etwas. Oh, allerdings können wir sie nicht auf das Eis hier schmeißen, um damit irgendwas zu machen. Oh, okay. Dann gehen wir halt wieder. Ich glaube, der ganze Sinn der Geschichte, dass wir den Kompass da holen, war, dass wir jetzt erkennen, dass es hier mitten im Schnee eine Schatztruhe für uns zu holen gibt. Im Gegensatz zu der Schatztruhe auf der anderen Seite gibt es hier keinerlei... Okay, diesen Hinweis gibt es wahrscheinlich dafür, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er beim ersten Mal da war. Aber ich habe, glaube ich, mein Gespür nicht angemacht. Autsch. Lass mich bitte einfach die Schatztruhe öffnen. Lang würdest du bitte? Danke. Einfach aufmachen. Kleinen Schlüssel finden. Natürlich können wir den kleinen Schlüssel als Wolf nicht benutzen, weil mitten dann nicht weiß, wie man einen Schlüssel benutzt. Das ist für mich die einzige Erklärung, die zählt. Mitten dann weiß nicht, wie man einen Schlüssel Schlüsselloch bedient und so. Mit dem Teil können wir noch nichts machen. Da können wir nicht hochklettern. Würde ich es einfach mal so behaupten. Also benutzen wir diese schöne Mechanik hier. Und packen da eine Kugel drauf. Gehen auf die andere Seite der Tür, müssen uns die ganze Ladezonen-Animation anschauen. Können dann hier den Hebel wieder umdrehen. Und kriegen dann eine Kugel, die wir vorher nicht hatten. Und dann können wir diese Kugel durch den Schnee nehmen, wo wir langsamer werden. Autsch. Dann mitten in den Eisatem von dem Vieh reinlaufen. Alles genauso geplant. Lang würdest du bitte aus dem... Eis rausgehen, danke. Was sagt ihr zu Pfeil und Bogen? Oh, sie weichen aus. Also dreist. Werde ich erlaubt, meinen Pfeil und Bogen auszuweichen? Vor allem, wenn ich da noch meine Bomben da drauf lege. Wenn ich meine Bomben da weglege. Nicht so clever meinerseits. Oh, dann holen wir uns erstmal die Schatztruhe hier. Und finden hier drin... Normale Bomben! Hurra! Ich meine, ist es nett, dass der Dungeon darauf sicher geht, dass wir genug Bomben für alles haben. Andererseits kann man es auch ein bisschen übertreiben, ne? Oh, in die Richtung wollen wir offensichtlich nicht feuern. Stattdessen wollen wir in diese Richtung feuern. Jetzt müssen wir nur noch die Kugel wiederholen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Wir hätten sicher einfach eine neue Kugel holen können, aber wenn man noch die eine hat, ne? Warum dann eine andere benutzen? Und damit können wir jetzt erfolgreich das Vieh da wegsprengen. Und kriegen dafür kleine Feinde. Weil das Spiel muss uns bestrafen. So, und der Wolf kann anscheinend gegen die Viecher gar nichts tun. Okay. Gut, dann gehen wir halt einfach durch die Tür und ignorieren die Feinde. Weil sie sonst nur nerven. Und sind dann jetzt hier. Okay, das ist ein schöner Raum mit Greifhakenzielen in der Decke. Cool, da kann ich sogar einfach mal durch den Raum durchhuschen. Hui! Cool. Und da geht die Tür einfach vor mir zu. Ich hätte es wissen müssen. Aha. Anscheinend kann man diese Statue kaputt machen und in dieser Statue war sogar jemand drin. Okay. Du siehst gefährlich aus.
So, und dann schmeißt er seine Kugel weg und dann können wir von hinten ran. Wir können vor allem an der Rüstung, die er kaputt gemacht hat, mit unserem Schwert hängen bleiben. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. Na, komm du erstmal näher. Autsch. Anscheinend darf man nicht einfach durch und durch. Das ist gut zu wissen. Okay, dann wollen wir das insgesamt etwas höher ziehen. Und dann bevor er da ist, damit er dann wirft und dann können wir wieder hinter ihn hinter. Und dann ist er erledigt. Wirbelattacken funktionieren immer noch sehr gut. Das ist auch ein Kampf, bei dem ich mich beim allerersten Mal extrem mies angestellt habe. Aber hey, wenn man einmal weiß, wie er funktioniert, ist eigentlich ganz simpel. Es lag mehr daran, dass ich beim allerersten Mal nicht die Beobachtungsgabe hatte, an die Decke zu schauen und zu sehen, dass da überall Greifhakenziele waren. Ich deshalb schlicht und ergreifend nicht an die Decke gegangen bin. So, und dann lässt er uns dieses Ding hier einfach liegen und dann bekommen wir den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Lege ihn auf bla bla oder bla und schlage mit Wucht zu. Ja. Der Morgenstern. Ein weiteres Item in der Reihe. Nett für den einen Dungeon, wo er eingeführt wird und danach relativ unnütz. Leider. Weil ich den Morgenstern eigentlich von der Idee her ganz cool finde. Ich meine, abgesehen davon, dass er uns, wenn wir ihn benutzen, extrem langsam macht. Ansonsten ist das Ding eigentlich richtig cool, von der Idee her. Aber, ja. Auch der wird halt außerhalb des Dungeons extrem unnütz werden, leider. Außer für die ein, zwei Puzzles, für die er gebraucht wird. Dringend. Das übliche Problem dieses Spiels halt. Dungeon-Item. Nützlich für einen Dungeon. Und danach vergessen. Ja, und dann können wir hier erstmal noch einen Ordona-Ziegenkäse rausholen. Dieser Käse wird aus der Milch der Ordona-Ziegen hergestellt. Ist das nicht schön? Na, schon wieder etwas zu essen? Na, war doch klar. Die war so unsicher, da musste ja sowas kommen. Naja, egal. Vielleicht fällt dir doch noch was ein. Gehen wir zurück. Ja. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Können wir die Teile kaputt machen? Können wir. Kriegen dafür einzelne Rubine. Ja. In jedem Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, uns gegen das Eis in diesem Dungeon zu wehren. Endlich können wir Eis zerstören. Das heißt, wir können auch erstmal hier jetzt, wo wir aus der Tür rauskommen, erstmal direkt abbiegen. Also, blöder Tiefschnee. So, hier einmal durch. Denn hier in dem Raum haben wir noch eine Schatztruhe, die wir auf der Kompasskarte schon gesehen haben. Und da wollen wir natürlich ran. Ja. Das Ding hat sich schneller bewegt, als ich gedacht habe. So. So, ihr kommt mal her. Das ist nämlich auch eine perfekte Verteidigung gegen die Feinde. Und hier raus bekommen wir 20 Rubine. Juhu. Wie hilfreich. Ich wünsche, es wäre etwas mehr. Ja, aber das wünsche ich häufig. Und ich bekomme selten meine Wünsche. Blöder Tiefschnee. Lass mich raus. So, dann können wir auch direkt auf die andere Seite. Und können hier erstmal hier wieder rein. Zack. Und dann hier noch mehr Eis, das wir zerstören können. Jetzt plötzlich so viel Eis, das wir kaputt machen können. Inklusive hier. Wenn wir uns erinnern, war hier mitten im Raum etwas Eis auf einem Block und ein eingefrorener Block. So, und dann haben wir jetzt vor allem auch die glorreiche Möglichkeit, Sachen schneller von A nach B zu hauen. Mit das Nützlichste an dem Morgenstern ist, dass wir mit dem Morgenstern gegen Sachen hauen können, damit die Sachen wegschieben können.
So, dann noch den in die Richtung. So müssen wir mich nicht mehr wirklich schieben. Wir müssen uns nicht mehr wirklich mit der Eisphysik auseinandersetzen. So, öffnen damit da oben eine Tür. Die können wir zwar aktuell noch nicht benutzen, aber für später müssen wir nicht nochmal extra hier runterspringen, um das Puzzle zu machen. Weil wir jetzt quasi sowieso einmal auf dem Weg hier durch sind. So, hey, ich hab da Ziegenkäse. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Es ist Käse. Es ist ein ganzes Käserad. Ah, genau, das hat mir für meine Suppe gefehlt. Na, jetzt müssen wir nur noch eine Weile kochen. Dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Kann ich einfach so aus dem Ding trinken, ohne eine Flasche zu benutzen? Ja, aber das nein. Na gut, dann trinke ich halt nicht. Dann nicht. Ich gebe immer noch nicht mein blaues Elixier dafür auf. Oder meine Fee. So, hey, auch das war nicht das, was wir gesucht haben. Oh, Lang. Jetzt fällt es mir ein. Na, um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Oh, wie clever. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Es ist hier, wo das Zeichen ist. Ja, das scheint mir auf einer anderen Etage zu sein. Da war aber bis jetzt noch so recht wenig. Dort muss er sein. Ganz sicher. Bitte, geh doch nochmal. Zing. Und dann macht sie da die Tür auf. Wollen wir in die Tür? Ja, ich glaube, wir wollen in die Tür. So. Hallo draußen. Okay, können wir anscheinend uns Kugeln besorgen. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Also holen wir uns erstmal eine Kugel. Ansonsten wäre dieser Schaltermechanismus ja wahrscheinlich nicht da. Und dann können wir das Ding nach unten schieben. Haben da oben immer noch den einen komischen Drachen draufhängen, den wir irgendwie erledigen wollen. Oh, das Ding da hinlegen. Es wäre so viel einfacher, wenn Lang auf die Idee kommen würde, die Tür mit einem Bein offen zu halten und die Kugel mal eben durch die Tür zu rollen und dann auf der anderen Seite die Tür zuzumachen und wieder aufzunehmen, anstatt jedes Mal diese ganzen Schalteranimationen hier schauen zu müssen. Aber das kann man ja von Lang nicht erwarten. Oh, bis wie weit drehst du dich? Anscheinend bis da. Ja, es zwingend nur, dass ich dafür jetzt nochmal eine Katze kriege, damit ich mein Timing verpasse. Das war ganz wichtig. Okay, wahrscheinlich. Anscheinend konnte ich die Kugel sowieso nicht einfach in aller Ruhe irgendwo hinlegen. Na, okay. Dann rollt ihr da mal durch die Gegend. Und sagen, hier haben wir doch, glaube ich, noch einen anderen. Hier haben wir auch in der Tat noch einen zweiten von der Sorte. Dann muss ich noch ein bisschen hier warten, bis er sich wieder in eine andere Richtung dreht. Und dann können wir bis zu seiner Öffnung vorstoßen. So, und auch ihn erledigen. Okay. Haben wir hier oben noch mehr Eis? Oh, die Viecher kann man erledigen. Da brauchen wir einen kleinen Schlüssel für. Da brauchen wir keinen kleinen Schlüssel für, aber jetzt holen wir uns erstmal die Kugel hier rauf, ansonsten haben wir sie umsonst geschleppt. Kugel. Kugel. Oh. Schleppen wir langsam die Spirale rauf. Während die Mini-Feinde da drin nur darauf warten, uns angreifen zu können. Oh, und dann laden wir doch einfach schon mal unsere Waffe. Auch wenn wir offensichtlich aktuell damit noch nichts machen können, weil das da ist die einzige Richtung, die wir schießen können. Und da ist irgendwie noch so ein paar Blöcke im Weg. Also gehen wir erstmal hier rüber. Und finden hier einen von den komischen Eiskriegern. Machen wir erstmal seine Waffe kaputt und dann machen wir ihn kaputt. Oh. Zack, da geben wir uns nochmal 20 Rubine. Mhm, besser als nichts.
Aha, und das macht ein Ziel für unseren Greifhaken frei. Und dann können wir das da anvisieren und können dann anfangen, Physik zu benutzen. Ein bisschen zu pendeln. Yay! Pendel! Ja. Gut, dass da noch ein paar Eisfeinde durch die Gegend fliegen. Und ich finde, wir einen kleinen Schlüssel, den wir brauchen. Auch die Physik von den Pendeln hier macht nicht unbedingt viel Sinn. Aber es sind Pendel und sie funktionieren so halbwegs. Die Betonung liegt auf so halbwegs. Okay. Dann sieht mir das so aus, als würde das hier in den Startraum zurückführen. Wir hatten doch da sowas mit. Neben dem Startraum wollten wir noch auf irgendwas geachtet haben, ne? Schauen wir doch erstmal. Hier haben wir nämlich einen etwas anders aussehenden Boden. Und dann sprengen wir mal eine Runde. Kaboom. Wir können dann hier runterspringen und finden hier unten einmal Applaus für das Herzteil. Sammler 5. Oh, und sind wir wieder geheilt. Wunderbar. Dann können wir mit dem Greifhaken wieder da oben. Und dann können wir wieder durch die Tür durch, die wir gerade aufgeschlossen haben. Oh, dann werden wir wohl erstmal den Typen da vorne erledigen müssen. Ich habe so das Gefühl, als würde der uns ärgern wollen. Autsch. Es hat fast funktioniert, ich habe fast getroffen. Wie gesagt, die Pendel machen leider von der Physik her null Sinn, während wir da draufstehen. Wie man schon sieht. Ja, und damit hat er mich runtergehauen, das war mir so klar. Das war mir sowas von klar. Ich hasse diesen Feind da. Okay, ich wollte hier unten sowieso noch Dinge getan haben, von daher ist das auch nicht so schlimm. Wir haben hier nämlich noch ein paar Rüstungen, die wir zerstören können und haben hier noch Schatzungen hinter. Wie zum Beispiel diese 10 Rubine. Wuhu. Und dann haben wir auf der anderen Seite, haben wir hier noch eine Schatzruhe hinter. Offensichtlich. Danke, Kompass. Und finden hier Hyrulianisch Kuh. Okay, ich meine, warum nicht? Oh, und dann haben wir hier vielleicht noch irgendwas drin. Da haben wir eine Bubble drin, die uns 100 Rubine gegeben hat. Okay. Darüber will ich mich nicht beschweren. Und da haben wir nichts drin. Darüber kann man sich schon eher beschweren. Und hier haben wir auch nichts drin. Ärgerlich. Und hier haben wir noch einen weiteren Nachtschirmer drin. Autsch. Der glücklicherweise überhaupt nicht irgendwie erstmal eine Zeit hat, die er warten muss, bis er angreifen kann oder so. Zack. Dann haben wir ihm die Geisterseele entrissen. Wunderbärte. Dann haben wir den auch. Können wir das auch abhaken. Fehlt nur noch einer. Nur noch ein einziger Nachtschwärmer. 2 von 3 haben wir. Wie uns die Karte ja schon gesagt hat, dass hier 3 Stück drin sind. Okay, warum das jetzt zum Beispiel nicht funktioniert hat mit dem Pendeln, ist eine Frage für sich. Lang, würdest du bitte nach oben klettern? So, hier drauf. Da machen wir es halt anders. Gehen wir halt in die Offensive. Auch wenn das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dass das sicherer ist, einfach zu ihm hinzuspringen, aber anscheinend ist es das. Und dann wollen wir das Ding wieder ins Pendeln bringen. Und dann wollen wir tatsächlich warten, bis es mit dem Pendeln fertig ist. Können in der Zeit schon mal Pfeil und Bogen ausrüsten. Können wir anfangen, die Eisfledermäuse aus dem Weg zu schaffen. Bevor sie nerven.
So. Und dann wollen wir nämlich die Teile hier zum Schwingen bringen. Den da vorne haben wir auch noch einen Schatz zu, wie wir sehen. Okay, wie das jetzt zum Beispiel nicht funktioniert hat mit dem Schwingen, ist wieder eine Frage für sich. Aber gut, da wir die Feinde auf dem Weg schon erledigt haben, kommen wir recht einfach hin und finden hier das zweite Herz von diesem Dungeon. Denn warum hätte man sie weiter auseinanderpacken sollen, als sie quasi direkt nebeneinander, ne? Eine war hier im Raum links von uns und die andere ist direkt hier. Nicht unbedingt ein cleveres Placement der beiden Herzteile. Oh, jetzt hat derjenige endlich die Möglichkeit, mit dem Morgenstern Sachen zum Schwingen zu bringen. Ah, und Eis zu zerstören, dann muss er direkt beide Herzteile hintereinander bekommen. Ich meine, ich bin ja sowieso schon nicht der große Fan davon, Herzteile überhaupt in den Dungeons drin zu haben. Dann noch beide direkt hintereinander. Nicht unbedingt optimal. Aber ich würde sagen, da wir jetzt 2/5 eines neuen Herzcontainers gefunden haben, machen wir erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin versuchen, irgendwann mal den Bossschlüssel zu finden. Bis dahin. Aloha.